In diesem Video schauen wir, ob sich die neue SBC von Madison Team of the Group Stage lohnt oder nicht. Viel Spaß! Madison hat 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Dazu hat er die Arbeitsraten hoch-mittel. Schauen wir uns die Werte genauer an. 80 Tempo ist für einen Offensivspieler nicht wirklich viel. Seine Schusswerte sind eigentlich in Ordnung, jedoch könnte der Abschluss mit 77 etwas höher sein. Dazu sind seine Passwerte durch und durch richtig gut. Auch die Dribblingwerte sind top. Die Defensiv- und die Physiswerte sind eher schlecht. Als Chemistry Style würden wir klar einen Hunter empfehlen, da hier die noch nicht ganz so starken Werte Tempo und Schuss noch richtig verbessert werden. So könnte man ihn auch im Sturm spielen. Madison kann man als Engländer aus der Premier League natürlich recht einfach verlinken. Mit Vardy hat er einen richtig guten Perfect Link. Gute Stronglinks sind zum Beispiel noch Sterling oder Ndidi. Für die SBC musst du ein 84er Team abgeben. Das kostet laut Footbin aktuell 58.000, wenn du alle Spieler kaufen musst. Hier kannst du aber auch gut Untrades aus deinem Verein abgeben, da das Team nur eine 84er Teambewertung braucht. Als ähnliche Spieler gibt es auf der Position generell Oscar Recordbreaker, Draxler, der sich noch upgraden kann, oder auch einfach Julian Brandt, der insgesamt sehr ähnliche Werte hat. Aus der Premier League gibt es sonst auf der 10 Bruno Fernandes oder Ziyech und Swatch. Sollte man eine SBC also eher machen oder lassen? Die SBC ist mit rund 55.000 nicht allzu teuer. Dazu hat Madison mit einem Hunter ziemlich gute Werte. Jedoch würden wir eher lassen sagen. Der Preis ist in unseren Augen etwas zu hoch für ihn. Dazu gibt es andere gute Alternativen. Aktuell kann man sich ja auch über die EFL-Meilenstein-Aufgabe Bradley Duck erspielen. Dieser ist kostenlos und ist wie Madison ein englischer Zehner mit sogar fast besseren Werten. Probier ihn doch einfach mal aus. Was sagst du zu der SBC? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.